Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seht mich. Es ist nämlich stockdunkel draußen. Fürchterlich. Oh Mist, jetzt habe ich noch eine Tüte im Auto vergessen. Aber ich kann euch das sagen. Ich war noch mal bei Teddy, weil die haben ja diese Woche. Ich habe gerade einen Bonbon, der ein bisschen sauer war, gegessen. Teddy hat die Bekleidung verlängert, also wo man 50% drauf bekommt, noch für diese Woche bis Samstag. Und da habe ich noch drei Paar Kuschelsocken mitgenommen, aber für die Kinder, nicht für mich. Und noch einmal Handschuhe. Genau, das war's. Mehr habe ich nicht gefunden. Ja, aber das reicht ja dann auch. Ich glaube, ich mache mal hier Licht an. Ist das so besser? Vielleicht, ne? So, ich war auf jeden Fall bei Lidl einkaufen und eigentlich bin ich ja so ein Käufer. Ihr kennt mich ja. Ich nehme irgendwie alles mit. Aber diesmal war ich einkaufen und habe so gedacht, was kaufst du? Also unser Kühlschrank ist leer. Aber ich habe auch nichts im Kopf, was wir essen können oder was wir gebrauchen können oder was, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Zelda zweimal mitgenommen, das aber noch im Kofferraum. Das schleppe ich nicht jetzt durch die Gegend. Genau, ich habe auf jeden Fall einmal Toastbrot mitgenommen, obwohl wir noch Brot da haben. Schwarzbrot haben wir noch da. Die Kinder sind krank, das heißt, die sind zu Hause. Kita ist auch noch nur Notbetreuung. Das heißt, der Kleine muss sowieso zu Hause bleiben, weil ich ja zu Hause bin. Ich arbeite ja nicht momentan. Ja, deswegen, keine Ahnung, durfte Toastbrot mit. Ich weiß nicht, warum. Dann war Brokkoli im Angebot, aber ich finde den ein bisschen klein, oder? Aber für uns reicht das. Der ist im Angebot für 88 Cent gerade. Und da habe ich einen mitgenommen. Habe ich gedacht, Brokkoli, Reis und Hähnchen. Sehr lecker, ne? Aber, ach, ich weiß es nicht. Ich bin so, ich habe keine Motivation. Es ist so dunkel, ich muss noch so viel machen. Auch im Garten. Wegräumen, Blumenzwiebel pflanzen, damit die im Frühjahr kommen. Und, ach Gott. Aber im Keller sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen. Also Schrank ist schon unten, der im Wohnzimmer war, dieser braune Schrank, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Den hat der Mann sogar alleine runtergetragen. Ich durfte nicht mal anfassen. Ich habe wahrscheinlich nur falsch gemacht oder so, keine Ahnung. Er hat den auf jeden Fall alleine runtergetragen und ich habe den mit den Kindern Samstag, glaube ich, war das. Ja, Samstag zusammen eingeräumt. Genau, und ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Platz da unten. Und der Flur unten im Keller sieht schon mal sauberer aus. Ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht das Thema. Das seht ihr dann im Video, weil ich filme euch das ein bisschen mit. Außer, wo ich mit den Kindern natürlich unten war, da habe ich nicht mitgefilmt, weil die sollen ja nicht im Video, wenn es geht, auftauchen. Ne? Wenn er natürlich hier mal rumspringt und ich meinen Arm nicht schnell heben kann, dann, ja, dann ist das so. Weintrauben habe ich mitgenommen, habe ich schon die ganze Zeit so Lust drauf, aber die sind momentan richtig teuer. Die waren jetzt im Angebot für 4 Euro das Kilo. Oh, die sehen lecker aus, ne? Oh, ich könnte sofort... Also mir reicht das zum Essen, wirklich. Und ein Salat und ich bin glücklich. Ich brauche kein Fleisch und Kartoffelgedöns und so. Nee. Aber die Kinder nicht. Können sie ja nicht nur von Salat ernähren. Ich auch nicht, aber ich könnte es am liebsten nur essen. Dann einmal Seife mitgenommen wieder für 1,29. Dann ist in der Lidl-App, kriegt ihr eine gratis, wenn ihr 4 kauft, ist eine gratis davon. Deswegen habe ich 4 mitgenommen. Die sind dann auch günstiger, wenn man das runterrechnet, weil das 30 Cent sind. Ein bisschen, es fängt schon wieder an. Ein bisschen mehr als 30 Cent, glaube ich. Und ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, bei Aldi ist gerade Rama im Angebot für 79 Cent. Aber da waren die jetzt günstiger, also habe ich die mitgenommen. Dann einmal Kräuterquark für Pellkartoffeln. Aber ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viele. Ist ja auch egal. Ich muss diese Woche sowieso nochmal einkaufen, weil ich habe jetzt nur einmal Hähnchen mitgenommen. Das reicht aber für 2 Tage auf jeden Fall. Und ich habe nochmal Hackfleisch mitgenommen für Bolognese.
Das wird nicht für 2 Tage halten. Ich habe ja das letzte Mal gedacht, so eine Packung reicht für 2 Tage, aber nein, es wurde so viel gegessen, dass das nur für einen Tag gereicht hat und dann war noch eine kleine Portion übrig. Ja. Also ist das nur für einen Tag. Dann war Schokofresh reduziert. Die sind aber auch irgendwo im Angebot. Ich weiß nur nicht mehr wo. Denn einmal. Waren die im Angebot? Das waren doch eigentlich die anderen, oder? Oh, ich habe, glaube ich, die falsche Packung mitgenommen. Ich glaube, Hertha ist im Angebot bei Lidl. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr so genau. Stand aber bei diesem hier. Ist ja auch egal. Ich habe einmal hier mit Orange mitgenommen. Und Pfeffer. Dann durfte einmal Nougat, Eier mit oder Zapfen. Genau, die durften einmal mit. Wir sind am Backen. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Mehlhaufen da gesehen habt. Nee, seht ihr nicht, aber diesen Topf da. Gestern habe ich Mutzen gemacht. Da ist immer noch Teig drin. Also wird es heute auch nochmal Mutzen geben. Oder ich glaube, aus diesem Mutzenteig könnte man auch Berliner machen, oder? Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann kann ich die ja backen, kann die einfrieren. Ich glaube, das funktioniert. Funktioniert ja bei der Industrie auch. Aber da ist bestimmt auch wieder was anderes drin, ne? Aber wenn ihr wisst, ob das funktioniert, wenn ich die ausbacke, ob ich die dann einfrieren kann und wenn ich die dann auftaue, dass die dann weich wieder sind. Ja. Hat das schon mal jemand gemacht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, eine Cola durfte mit. Und ich habe Kaffeeeimer mitgenommen. Der ist jetzt nicht entkoffeiniert, aber ich trinke jetzt auch nicht jeden Tag Kaffee. Aber ich habe so wieder Lust auf Eiskaffee. Und der entkoffeinierte Kaffee kostet gleich 70 Cent mehr. Warum auch immer. Deswegen habe ich den hier mitgenommen für 2,59 Euro. Genau. Der bleibt gleich da. Und dann habe ich nur noch zweimal Milch mitgenommen. Das war mein Einkauf. Nicht viel. Aber ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Ich habe für das bisschen. Das, was ihr hier seht, 36 Euro ausgegeben. Yay! Wow. Und ich habe mir so gedacht, wofür? Okay, das Fleisch. Das waren 10 Euro insgesamt. Also sind noch 25 Euro übrig für ein Brokkoli, ein paar Weintrauben, Seife. 25 Euro? Das ist ganz schön viel, ne? Naja. Achso, und wir waren Samstag. Genau, Samstag war ich mit meinem Kleinen nochmal schnell bei Netto, ohne Hund. Und da gibt es so eine 1-Euro-Kiste. Und da habe ich einmal dieses Netz hier mitgenommen. Und ich weiß, das gab es, glaube ich, mal bei Ikea oder so. Also da war ich noch klein, so klein wie mein Großer jetzt. Und wir hatten das in jedem Zimmer. Alle Kinder, alle Freunde von mir hatten das im Zimmer. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt bei Ikea. Ich glaube, es war bei Ikea. Ich weiß nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall für 1 Euro habe ich gedacht, fürs Spielzimmer unten im Keller. Dann habe ich so eine Leiste mitgenommen für das Babyzimmer. Es schläft ja mit im Schlafzimmer, aber ich möchte ja die Ecke vom Baby auch gestalten, wie für ein Baby, so dass wir das abtrennen und dann, genau. Und da ist zwar jetzt rosa dabei, aber nein, ich weiß nicht, was es wird, aber das ist auch vollkommen egal. Hat blau, es hat rosa, es ist einfach ein Hase und es ist einfach nur eine Messlatte. Mehr ist das ja nicht. Und der Kleine wollte dann auch eine haben und hat sich dann für die Giraffe entschieden. Genau, und die haben auch jeweils 1 Euro gekostet. Musste dann mit. So, das war's. Mehr gibt's nicht heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ein kostenloses Abo, ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao!